Wir stehen hier gerade in Winterberg. Neben mir steht der Chef von Winterberg Tourismus. Herr Borgmann, wie ist für einen Touristiker ein Winter ohne Gäste? Sehr bescheiden, um das mal fein auszudrücken. Aber ehrlich gesagt, es ist das Beschissenste, was man sich vorstellen kann. Trotzdem dürfen Sie ja so halbwegs jetzt schon Gäste empfangen. Die müssten zwar abends dann wieder nach Hause fahren, aber die dürfen morgens reinfahren und die dürfen sogar zum Skifahren. Wie läuft das aktuell? Wie kriege ich ein Ticket? Und wie groß ist die Chance, dass ich überhaupt ein Ticket bekomme? Ja, das ist Angebot und Nachfrage. Wir haben ein begrenztes Ticketkontingent im Skilift-Karussell Winterberg und jetzt neu dazugekommen ist auch das Skikarussell Altastenberg. Das heißt, ich gehe auf die Homepages. Unter winterberg.de haben wir die Verlinkung. Ich bestelle mir ein Ticket, vielleicht ein Tagesticket, ein Halbtagesticket oder auch zum Flutlichtfahren. Und wenn ich das ergattert habe, dann habe ich einen Voucher, den kann ich einlösen hier an den Liften, an den Liftkassen. Und dann steht einem schönen Skivergnügen nichts im Wege, denn es gibt viel Platz auf den Pisten. Und ich glaube, es gibt auch für die Jahreszeit unendlich viel Schnee auf den Pisten in Winterberg. Also als wir erfahren haben, dass wir die Skipisten öffnen durften, da sind die Fachleute wirklich mit ihren Pistenbullis rauf und runter gefahren und haben wunderbare Erlebnisse dort ermöglicht. Die Schneeproduktion ist ja den ganzen Winter über immer mal wieder, je nach Lage, angeschmissen worden und Naturschnee ist auch sehr reichlich gefallen. Insofern sind die Bedingungen perfekt. Wie lange geht's denn dieses Jahr, wenn der Schnee jetzt, sag ich mal so, nicht durch einen Föhneinbruch oder sonst wie wegtaut, ganz, ganz schnell? Wie lange haben Sie vor, dass die Lifte laufen? Also wir blicken da schon mindestens bis Ostern, die Osterferien, da liebäugeln wir mit, dass das alles so funktioniert, dass es von der Natur her passt und natürlich von den äußeren Umständen, die ja jetzt auch nicht ganz wegzuwischen sind. Aber bis einschließlich der Osterferien versuchen wir eben auch ein Skiangebot aufrechtzuerhalten. Für die Menschen, die nicht wissen, wir sind ja hier in Nordrhein-Westfalen, in Fachkreisen auch als niederländische Alpen verschrien. Wie hoch reichen die Lifte, wenn Sie davon sprechen? Ostern 2000, 2500 Meter? Ja, ein bisschen abziehen müssen wir schon. Aber wir sind hier auf guten 800 Metern im Schnitt und das geht auch bis 820, 830 Meter hoch. In Altastenberg ist ja das höchste Dorf in Nordrhein-Westfalen. Dort direkt unter dem Fuß des Kahlen Asten, ganz oben sind wir auf 843 Metern. Hochalpin. Da habe ich jetzt natürlich einen Meter draufgelegt, aber die 843 reißen wir da, wenn wir die Fahne hissen auf Winterberg. Und insofern sind wir hier im Mittelgebirge, aber mit einer sehr guten Schneelage jetzt momentan. Und mit dem größten zusammenhängenden Skigebiet Deutschlands. Also das muss man ja auch sagen. Sie dürfen jetzt ungehemmt Werbung machen für Skifahren in Winterberg. Erklären Sie mal einem Bayern, der aus München kommt, wieso er unbedingt auch mal nach Winterberg zum Skifahren kommen müsste. Der Bayer hat ja ein bisschen Probleme mit unserem Slang, ne? Aber er muss hier hinkommen, sich das anschauen. Und ich weiß nicht, ob der Bayer dann wieder zurückfährt in seine Gefilden, aber das, was wir hier an Skivergnügen haben, auch an wirklich ganz modernen Anlagen und das Drumherum, Essen, Trinken in einem wirklich noblen Ambiente, das sucht schon seinesgleichen in ganz Deutschland und da sind wir hier wirklich führend. Ich glaube auch, dass der Preis durchaus ein Argument ist. Wenn ich mit einer Familie Skifahren gehe, nach Österreich fahre, da kostet der Skipass locker 55, 56 Euro am Tag. Wie teuer ist ein Tagesticket hier in Winterberg? Also wir fangen hier bei moderaten 30, 40 Euro an und damit kriegen Sie schon wirklich in der Kombination, zum Beispiel im Skilift-Karussell, unterschiedliche Pisten, wirklich modernste Sessel unterm Hintern und einfach ein Vergnügen, wo Sie sagen, da reicht ein Tag gar nicht aus, da kommen Sie nochmal gerne wieder. Ich komme immer wieder hier hin, weil ich finde das sehr, sehr beachtlich, was Sie inzwischen hier geschaffen haben. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin natürlich ein Kind des Ruhrgebiets, also dementsprechend, aber ich komme aus dem Rheinland, nicht aus Westfalen. Aber ich erinnere mich immer sehr genau an diese Worte vom Hannes Rechenauer, der ist Bergbahnchef in Oberaudorf. Der sagte, die hatten mal eine VDS-Tagung hier, wir haben Bauklötze gestaunt. Also dementsprechend, von wann bis wann kann man normalerweise in Winterberg Skifahren? Also eine sichere Skisaison bieten wir in der Regel von Mitte Dezember bis Mitte März an. Wir haben in den letzten Jahren dann
nach der Skisaison sozusagen nochmal einen Weltcup im Snowboard aufgesetzt. Der ist ja jetzt bei den Kollegen in Bayern. Wir haben aber auch nicht selten, dass wir Skivergnügen bis Ostern, und das ist ja auch immer variabel, anbieten können. Aber Mitte März ist so das Finale und Mitte Dezember ist so die Eröffnung. Auch wenn es da Möglichkeiten gibt, im November schon etwas auszuprobieren, machen wir das auch. Wenn Sie jetzt den Schnee mal so beiseite räumen, irgendwann soll es dann ja hoffentlich auch mal nach Corona, einerseits durch die Impfung und vielleicht andererseits dadurch, dass die Infektionszahlen allgemein zurückgehen, wieder auch losgehen, dass Menschen nach Winterberg kommen können in den Urlaub. Wann rechnen Sie damit und was kann man hier im Sommer erleben? Also ich bin natürlich von durchaus ein Optimist. Ich rechne täglich damit, dass wir starten dürfen. Wir haben Pläne hier offen erarbeitet, gemeinsam erarbeitet. Wir haben die auch zur Landesregierung gespiegelt. Wir können uns vorstellen, dass wir hier sozusagen ein Raum werden, wo wir es nicht nur ausprobieren können, sondern wo wir beweisen können, dass es funktioniert. Wir werden übermorgen unser Testzentrum hier direkt vor der Tür der Touristinformation eröffnen, sodass wir das auch alles absichern. Und das, was wir jetzt im Einzelhandel sehen und das, was wir im Skilift-Karussell sehen, das sind beste Grundlagen zu beweisen, dass es funktioniert mit allen Sicherheitsvorkehrungen, die notwendig sind. Die sind wir auch bereit einzuhalten. Und insofern sind wir hier alle gemeinsam ganz gespannt, aber auch ganz unruhig, weil Winterberg an sich funktioniert als Ganzes. Und als Ganzes stehen wir auch bereit, diesen Kampf aufzunehmen, unter den Hygienebedingungen ein halbwegs normales Wirtschaften und auch ein halbwegs normales Urlauben hier zuzulassen. Und da kann ich auch noch den Gästen wirklich sagen, da tun wir alles und alle tun etwas daran. Und das werden wir demnächst auch entsprechend marketingtechnisch nach außen tragen, dass man hier einen sicheren Urlaub bei uns verbringen kann. So, dann das glaube ich Ihnen. Aber jetzt haben Sie mir noch nicht gesagt, was Urlauben im Sommer in Winterberg ausmacht. Das Urlauben im Sommer fängt nicht nur beim Rothaarsteich oder bei der Winterberger Hochtour an. Wir haben ganz attraktive Freizeiteinrichtungen. Wir haben den Astenkick zum Beispiel, wo es an Europas zweitlängsten Zipline runtergeht. Also wir haben hier wirklich Hochgefühle ohne Ende. Wir haben für die Wasserratten was im Gepäck. Wir haben für die Wanderfreunde was im Gepäck. Wir hoffen, dass wir auch mal wieder den Bereich Wellness ein wenig nutzen können. Insofern sind die Hochgefühle hier unbegrenzt. Das, was Sie im Winter so zu schätzen wissen, das können wir im Sommer auch anbieten, und zwar auf allen Ebenen. Und wenn Sie möchten, setzen Sie sich aufs Bike, fahren entweder den Bikepark runter oder nutzen eine der vielen schönen Strecken, die wir hier haben. Grenzenlose Hochgefühle, kann ich da nur sagen. Und ich glaube, in der Vorweihnachtszeit gibt es hier oben auch einen wunderschönen, sehr idyllischen Weihnachtsmarkt. Das ist richtig, das ist unser Winterdorf, was dann auch Mitte Dezember normalerweise eingerichtet wird und dann auch bis zum Dreikönigstag durchhält. Und das ist nun wirklich so wirklich ein schöner i-Tupfer mitten in der Stadt. Schön mit Schnee ist das wunderbar, ohne Schnee ist es aber auch genauso wunderbar mit den Menschen, die dorthin kommen. Also das ist wirklich schon kein Geheimtipp mehr, das ist ein ganz heißer Tipp. Sie haben ja eine Zielgruppe, die hier sehr überproportional auftritt. Der Volksmund sagt so schön, wenn ein Holländer mal sagt, dass irgendwo schön ist, dann kommen 100 Holländer hinterher. Wie viel Prozent der Gäste kommen aus den Niederlanden? Also wir haben in den normalen Zeiten ein Drittel unserer Gäste, die aus den Niederlanden kommen. Und wir haben ja auch schon viele Mitbürger, die niederländische Wurzeln haben. Wir haben auch viele Zweitwohnungsbesitzer. Also wir sind wirklich mit den Holländern seit vielen Jahrzehnten eng verbunden. Da freuen wir uns auch. Viele Leistungsträger hier in den Hotels, Pensionen sind Holländer. Und das ist ein schöner Mix. Und das kommt auch nicht nur bei den Holländern, sondern auch bei den übrigen Gästen, bei den Deutschen und bei den internationalen Gästen gut an. Letzte Frage. Die Leute suchen nach dem Erlebnis. Was ist so Ihr Geheimtipp für den Sommer und für den Winter? Also für den Sommer ist mein Erlebnistipp die Sauerland-Sommerkart, denn da sind die wirklich heißesten Tipps in einer Karte mit vereint. Und Winter, muss ich sagen, eine Schneeschuhwanderung bei uns auf den 800er Bergen ist ein Traum. Und das ist auch für die Nicht-Skifahrer eine wunderbare Möglichkeit, durch den Tiefschnee zu stapfen und dann unsere schöne Natur auch mit einem Winterkleid kennenzulernen. Und ich glaube auch noch, was ganz besonders ist, auch wenn man Skifahren geht, hier mal nachts an den Pisten zu stehen oder zu fahren und mit den Liften unterwegs zu sein, weil das sucht, glaube ich, seinesgleichen in ganz Europa.
Auch da ist unser Skilift-Karussell und sind unsere Skigebiete, zum Beispiel in Neu-Astenberg, das Skidorf Neu-Astenberg, sind da wirklich Vorreiter von einer Freude, die man sich abends beim Flutlichtfahren ansehen kann. Und jetzt aktuell gibt es ja auch Flutlicht hier im Skilift-Karussell. Also das ist wirklich nochmal ein ganz besonderes Erlebnis, wenn die Nacht zum Tag gemacht wird, beziehungsweise wenn die kleinen Sonnen über die Skipisten scheinen. Das macht wirklich Spaß. Herr Borgmann, danke für das Gespräch und ich wünsche Ihnen, dass hier ganz schnell auf der anderen Seite, hinter den Kameras, wird er die Telefone klingeln, da Menschen sitzen und hier 20, 30 Menschen stehen, die sich Informationen holen in der Tourismusinformation. Vielen Dank, das wünschen wir uns auch. Wir stehen bereit, am Telefon sind wir schon und alles andere kriegen wir mit Abstand, Geduld, aber dann auch mit in die Hände spucken gut hin. Danke.